Hallo, ich begrüße Sie bei Wir in Stuttgart. In Stuttgart weihnachtet es schon. Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet, ein paar davon besuchen wir später. Doch zuvor begleiten wir die Flüchtlingskinder bei ihrem Ausflug in die Wilhelma. 22 Kinder. Sie wohnen in einer Unterkunft in der Olgastraße. Alle sind sie mit ihren Familien aus Syrien vor dem Krieg geflohen. In der Notunterkunft bekommen sie Unterstützung von der Caritas und Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe Stuttgart. Letztere hat den Ausflug aus dem grauen Alltag in die Wilhelma organisiert. Der Bus wurde vom Stuttgarter Partybus-Unternehmen gestellt. So ist heute alles durch freiwillig helfende Hände ermöglicht worden. Ich mache das gerne, weil ich bin quasi von der Caritas, aber heute, das ist privat. Ich habe mir gedacht, wenn ich mit den Kindern dabei bin, wird das ein bisschen für die einfacher, weil die mich ja schon ein bisschen kennen. Wir haben Vertrauen gegeneinander und ja, auf jeden Fall, weil ich auch Arabisch spreche, weil ich als Person komme ich aus dem Irak und das ist meine zweite Muttersprache. Und ja, ich kenne die Kids. Aileen Elia hat die 22 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren im Griff. Dank ihrer Arabischkenntnisse gelingt der Ausflug und wird zum Spaß für alle. Ein gutes Gefühl für Tanju Sahin von der Flüchtlingshilfe Stuttgart. Wir haben das organisiert für die Kinder aus der Olgastraße. Es sind insgesamt 22 Kinder, die wir heute dabei haben. Der größte Teil der Karten haben wir durch eine Privatperson gespendet bekommen, durch ihre Kollegen, also Arbeitskollegen und Freunde. Und den Rest der Karten haben wir übernommen. Ich bin ja selber kurdischer Abstammung, deswegen ist es dann für mich auch eher so familiär mit den Leuten, dass ich dann familiär mit den Leuten bin und versuche da das Beste daraus zu machen. Die Kids sind momentan ganz Zeit in Unterkunft, die haben nicht so wirklich zu tun. Deshalb sind Ausflüge wie der heutige wichtig, dass die Kinder sich hier wohlfühlen. Die Flüchtlingshilfe Stuttgart sammelt und organisiert hauptsächlich Sachspenden. Nun helfen sie verstärkt auch menschlich. Ich wollte mich schon immer sozial engagieren, nur hat sich halt noch nie die richtige Gruppe dazu finden lassen und halt auch die Gelegenheit dazu. Die Gelegenheit ist mehr als dringlich. Jeden Monat kommen so viele Asylsuchende in die Stadt wie sonst in einem ganzen Jahr. Das wissen die Helfer, deshalb packen sie mit an. Da sind viele Erwachsene dabei, die wirklich einfach privat gekommen sind, statt einfach ein paar Stunden mehr zu schlafen vielleicht. Die Kids freuen sich total und ich finde das wirklich super gut. Gerade Helfer wie Aileen Elia sind Gold wert. Sie überbrückt die Sprachbarriere und ist sozialkompetent. Ich habe noch nicht studiert oder gelernt. Das ist mein Ziel nächstes Jahr, dass ich Sozialpädagog studieren werde, als duales Studium mit der Caritas, mit Flüchtlingen und Kindern. Aber mit den Kindern umzugehen, ich weiß es nicht, weil ich vielleicht eine große Familie habe. Meine Schwestern und Bruder sind verheiratet. Wir sind wirklich große Familie, Verwandte. Und ich mag Kinder, vielleicht deswegen, wie Sie gesagt haben, ich kann mit denen gut umgehen. So machen freiwillige Helfer wie die Menschen der Flüchtlingshilfe Stuttgart einen Unterschied. Zwar nur im Kleinen, aber sie schlagen Brücken und das ist wichtig. Hashtag Contained. Dem Künstlerdorf in Bad Cannstatt läuft die Zeit ab. Zum 1. Januar müssen sie das Areal am alten Güterbahnhof räumen. Doch wohin? Der Kulturverein müsste im schlimmsten Fall all sein in 5 Jahren aufgebautes Hab und Gut verkaufen. Doch es gibt einen besseren Plan. Der Umzug in ein nahegelegenes Areal. Um den dafür nötigen Antrag bei der Stadt auf die Tagesordnung zu wuchten, wurde eine Petition gestartet. Bis Mittwoch sollte diese 7000 Unterschriften generieren, um den Fortbestand des Contain-Konzepts zu sichern. Es weihnachtet in der ganzen Stadt. Am Wochenende besuchten wir viele der kleinen, feinen Weihnachtsmärkte, wie den im Weilimdorf am Löwenmarkt. Viele Menschen strömten über den Samstag hinweg, auch nach Stammheim, auf den Kirchplatz, wo der Stadtteil gemütlich bei Glühwein beisammen war.
Sogar das beschauliche Zatzenhausen lockte seine Bewohner ins graue Wetter hinaus. Für Leckereien und vorweihnachtliche Stimmung. In Stuttgart-Mitte, wo der Rummel ein etwas größerer ist, bringe ich erste Geschenkideen in Erfahrung. Was ist denn bei Ihnen dieses Jahr 2015, Weihnachten 2015, der Verkaufsschlager? Bisher, was immer sehr gut geht, sind diese hübschen, knutschenden Schweine dort vorne. Das ist mehr ein Gag, weniger ein Spielzeug. Und es wird auch von Erwachsenen gekauft. Mein persönlicher Favorit ist dieses Kaleidoskop, was aber kein Kaleidoskop ist, sondern man sieht das, wo man hinschaut. Und es verändert sich halt immer wieder. Es ist immer wieder was Neues. So kenne ich das Rathaus noch gar nicht. Hallo, Sie finden was? Ich guck mal erst. Suchen Sie was Bestimmtes? Nein, noch nicht. Schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Es brauche ich eigentlich gar keine. Nö. Wir schenken uns nichts. Auch nicht schlecht. Gibt's keinen Streit, gell? Und der Schwabe spart auch noch Geld. Super. Und hier gefällt es mir am besten auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, auf dem Schillerplatz. Über mir der alte Schiller, dahinter die Stiftskirche, Fruchtkasten, das alte Schloss. Und jetzt gehen wir weiter auf den Weihnachtsmarkt nach Vaihingen und dort treffen wir auch eine Künstlerin. Und zwar abseits vom Weihnachtsmarkt, in der Ausstellung von Pola Polanski alias Amy Henny bzw. Annette Haug. Das wird schräg. Dranbleiben! Regio TV. Stuttgart-Vaihingen. Trotz Schmuddelwetter, auch hier wird's weihnachtlich. Ja, der Weihnachtsmarkt hier im Ortszentrum hat nicht gerade das schönste Wetter erwischt. Adventsschmuck bekommen die Bewohner des Bezirks hier aber allemal. Für einen echten Schneemann reicht's in diesem Jahr leider noch nicht. Aber kann ja noch kommen. Ungemütlich und kalt ist's draußen. Da ziehen sich sogar die Geländer in Vaihingen schon warm an. Wir gehen hoch zum Kelterberg. Dort sind Künstlerateliers des Vereins Kultur am Kelterberg Vaihingen. Immer, wenn im Ortszentrum Straßenfeste wie der Weihnachtsmarkt sind, feiert der Kelterberg mit. Der Verein hat 160 Mitglieder und besteht seit gut 15 Jahren. Am Weihnachtsmarktwochenende gibt's hier Glühwein. Und unweihnachtliche Kunst, vor allem die von der Frau mit den unzähligen Namen, ist ein interessantes Kontrastprogramm. Du bist die Frau mit den drei Namen. Pola Polanski, Amy Henny und Annette Haug. Was steckt dahinter? Also ich hab ja mal geschrieben eine Zeit lang, also ziemlich lang eigentlich, 15 Jahre lang. Und damals habe ich angefangen, mir Pseudonyme als Schriftstellerin zu geben, damit man mich nicht findet im Netz. Also ich hieß auch schon Patina, Santandra, ja, ich hatte schon alle möglichen Namen, gell? Und das ist mir geblieben, auch dann mit der Kunst, dass ich mir Pseudonyme gebe. Und mir macht es halt einfach Spaß, mir Namen auszudenken. Eigentlich heiße ich Annette Haug. Und Amy Henny, ich glaube, da war mal was mit irgendeinem Paket, was du bekommen hast, wo dein Name falsch drauf stand, oder? Genau. Also mein Sohn hat sich Turnschuhe in China bestellt und die Chinesen haben meinen Namen dann völlig verhunzt und es hieß dann Amy Henny. Arme Henny vielleicht. Genau. Ja, und jetzt zu deinen Bildern. Es gibt ja Künstler, die malen sehr liebliche Motive. Deine, zu denen gehörst du aber nicht. Deine Bilder sehen ein bisschen anders aus. Ja, aber das ist beabsichtigt. Das ist Schema F für mich. Gell? Also ich finde, es muss auch so sein, Kunst muss aufrütteln und die Leute auch ein bisschen aufregen lassen. Also ich finde es, und auch sehr ganz, manchmal ist es ja auch sehr sarkastisch, was ich mache. Und diese Art, die gefällt mir halt einfach. Und ich bin der Überzeugung, dass die meisten Leute das einfach auch dann anspringt irgendwie, denke ich. Gell? Und ich habe mal ganz früher im Studium, habe ich dann eher so ganz plane Sachen gemacht, abstrakt und so. Und dann hat mal ein Freund von mir, das ist ein Künstlerfreund, der hat gesagt, ich würde ästhetisieren. Und diese Ästhetik habe ich jetzt halt völlig rausgenommen.
Und dann hat er damals von der Dawn Meller, das ist eine Porträtkünstlerin, eine britische, eine Einladungskarte für eine Ausstellung hängen gehabt am Spiegel. Und die hat ein Porträt von Audrey Hepburn völlig verhunzt, gell? Also auch mit Hackfresse und so, wie ich es auch mache und so, gell? Und da kam ich überhaupt drauf, dass ich so malen könnte. Und dann habe ich das probiert und jetzt habe ich 4 Jahre lang immer weiter das verfeinert und jetzt ist es, glaube ich, nicht schlecht. Also vor allem die Tuschezeichnungen sind die besten. Wie fallen dir deine Motive ein? Ich gucke am Bildschirm im Internet nach irgendwelchen Motiven, die mich anspringen oder die mir gefallen. Und dann male ich es aber nicht 1:1, sondern verändere das auch nur für mich. Also das ist dann nicht ein 1:1 Porträt, sondern völlig verändert dann quasi. Aber ich halt so Haltung und sowas muss halt meistens dann schon stimmen, gell? Sollte stimmen. Okay, danke. Damit sind wir heute schon wieder am Ende der Sendung, sind schon wieder durch. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Und ich schaue mir jetzt noch die Bilder an, welches ich mitnehmen werde. Sind ja schon skurrile Sachen dabei. Nicht gerade fürs Wohn- oder Kinderzimmer. Oder vielleicht doch? Mein Favorit ist das hier. Und die Frage ist natürlich für mich, wo kommt es hin? Wahrscheinlich wird es das Bad werden.